Lass mich raten, du bist Empath, bist auf den sozialen Medien unterwegs und die Wucht von den Videos von Avoidant Attachment, Anxious Attachment, ja, welcher Stil bist du, welcher Stil begegnet dir? Bist du eher der vermeidende Bindungstyp oder der ängstliche Bindungstyp? Und da ist eine solche Masse an Videos unterwegs, dass es dich wahrscheinlich erschlägt. Habe ich recht? Wenn du Empath bist, dann bist du ein absoluter Vollprofi darin, Experte für dein Gegenüber zu werden. Du wirst dir alle Videos anhören und du wirst über deinen Ex bestens Bescheid wissen. Wieso, weshalb, warum er ein Narzisst war, ein toxischer Mensch und so weiter und so fort. Du wirst über deinen neuen Partner oder noch nicht Partner ganz genau wissen, was er tut, was wahrscheinlich die Hintergründe sind, wie du dich anpassen musst, wie ein Handschuh, damit du diese Person nicht verjagst. Und jetzt möchte ich dir was ganz, ganz Wichtiges sagen. Ob du eher der vermeidende Typ oder der ängstliche Typ bist, ganz gleich, was deine Dynamik im Augenblick ist. Es geht nicht um dein Gegenüber. Es zu lernen, im Labyrinth deines Gegenübers zu navigieren, klarzukommen. Denn das hast du dein ganzes Leben lang getan. Es geht nicht darum, so zu überleben und nach den Spielregeln des Gegenübers zu lernen, zu spielen. Sondern es geht darum, sich mit dir zu verbinden. Es geht darum, tief zu spüren, was du brauchst, warum du im Augenblick noch ängstlich auf dein Gegenüber zugehst oder vermeidend. Und genau darum geht es, das zu erkennen und die Dynamik zu durchleuchten und eine bewusste Entscheidung für dich zu treffen. Willst du das so? Ist das die Art und Weise, wie du Verbindung, wie du Beziehung leben möchtest? Oder hättest du es gerne anders? Und wie deine Geschichte eine Rolle spielt, die Art und Weise, wie du groß geworden bist, wie dir Liebe vorgelebt wurde, wie du erlebt hast, wie man in Konfliktsituationen reingeht, wie man entweder in Verbindung bleibt oder aus der Verbindung rausgeht. Und was das alles mit deiner persönlichen Energie zu tun hat und mit einer Entscheidung, neu zu denken, neu zu fühlen und neu zu sein. Das ist eine Sache, die einem nicht in die Wiege gelegt wird. Das ist eine Sache, für die du dich entscheidest und die du lernen kannst. Und es ist für dich möglich. Die Frage ist nur, bist du bereit? Und wenn du es bist, dann melde dich.